Etwas verspätet, aber jetzt ist es soweit. Nachdem wir den Alpenverein letztes Jahr bis ins Detail zerlegt haben, ist jetzt der andere große Player dran. Die Naturfreunde. Die Naturfreunde sind ähnlich wie der Alpenverein. Ein Verein, der die Naturverbundenheit fördern sollte. Gegründet wurden die Naturfreunde bereits 1895. Der Geist hinter dem Vorhaben hieß Georg Schmiedl. Er war Lehrer und Erzieher in Wien und außerdem auch bekennender Sozialist. Mit einem Aufruf zum gemeinsamen Wandern und Naturerleben in einer Arbeiterzeitung fand er erste Anhänger, die mit ihm bei einer ersten Wanderung auf einem Berg im Wiener Hügelland, dem Anninger, den Plan geschmiedet haben, einen offiziellen Verein daraus zu machen. Bereits im September desselben Jahres wurde der Touristenverein Die Naturfreunde, kurz TVDN, gegründet. Wie sie selbst sagen werden, ist das Ziel, den Menschen die Möglichkeit zu geben, in ihrer Freizeit die Natur zu entdecken und die Gesundheit zu stärken. Noch im selben Jahr waren es insgesamt 191 Mitglieder, womit sie im Wiener Raum einen Raketenstart hingelegt haben, wenngleich in absoluten Zahlen der Verein noch relativ klein war. Die Naturfreunde standen zu Beginn für ein sehr solidarisches Miteinander. Deshalb wurden in den schwierigen Zeiten des Bergsteigens, also den Anfängen ohne gute Ausrüstung und nur mit schlecht markierten Wegen, ein Fonds für die Bergung verunglückter Bergsteiger gegründet. Und bereits 1897 wurde in Steyr der erste Naturfreundeverein außerhalb Wiens gegründet. Die Naturfreunde strebten letztlich nach einer Art der Utopie. Das Wandern und das Bergsteigen war den Reichen vorbehalten. Die Arbeiter hatten oft weder finanzielle noch zeitliche Mittel, um ihren Träumen nachzugehen. Die Naturfreunde entstanden schließlich aus der Arbeiterbewegung im gut vernetzten Wien. Mit dem politischen Auseinanderdriften der Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen aber auch harte Zeiten auf die Naturfreunde zu. Setzte man sich in den frühen Jahren noch gemeinsam mit dem Touristenclub oder dem Alpenverein für den Naturschutz und den Schutz vor Industrialisierung der Berge ein, wuchsen in den 20ern und 30ern die Konkurrenzgedanken und Anfeindungen. Wie kam es dazu? Die Naturfreunde waren ein offensichtlich sozialistischer Verein. Den Nationalisten in der Gesellschaft, aber auch im Alpenverein, gefiel diese Haltung jedoch gar nicht. Während beide Vereine zu dieser Zeit jedoch ähnliche Größe erreichten, ging es für beide Seiten auf Konfrontationskurs. Als im Alpenverein die Juden in den 30er Jahren zu einem Feindbild deklariert wurden, geschah das auch mit den Naturfreunden. So beschreibt ein Gipfelbucheintrag das Verhältnis des Alpenvereins gegenüber den Naturfreunden sehr gut. Es ist eine Unverschämtheit, wenn sich Sozi in einem Buch eintragen, das von Patrioten aufgelegt wurde. Das spricht für sich. Während der Erstarkung des Nationalsozialismus und dem Anschluss Österreichs an Deutschland wurden die Naturfreunde verboten. Es gab Verhaftungen von Vorständen und Funktionären und Durchsuchungen von Vereinshäusern. Doch gefunden wurde nichts. Schon komisch, wo doch die Naturfreunde zu einem großen und mächtigen Verein ähnlich dem Alpenverein herangewachsen sind. Waren die Naturfreunde denn wirklich arm bis auf den letzten Groschen? Nein. Die Naturfreunde witterten die Übernahme und das Verbot durch die Nazis und verlagerten ihren Vereinssitz in die Schweiz. Ziemlich clever. Und bestimmten mit dem neuen Vereinssitz einen neuen Vereinsvorsitzenden und überschrieben das Vereinsvermögen dem Schweizer Vorsitzenden. Kluger Schachzug. Aber warum kommt das nicht in den Geschichten der Naturfreunde vor? Hier sagt man, Zitat, 1934, die Naturfreunde werden aus politischen Gründen verboten, das Vermögen der Organisation wird konfisziert, die Häuser werden faschistischen Vereinen übertragen, viele Mitglieder betätigen sich im antifaschistischen Widerstand. Formal ist diese Aussage natürlich richtig, aber dass das Geld vor der Konfiszierung verschoben wurde, steht da nicht. Schade. Während dem Krieg passierte logischerweise nicht viel. Die Naturfreunde waren verboten, der Widerstand formierte sich im Untergrund, an offizielle oder öffentliche Tätigkeiten war logischerweise nicht zu denken. 1945 kamen sie wieder und gründeten nach dem Krieg die Landesverbände neu. Ab hier starteten die Naturfreunde richtig durch. Sie errichteten in den 50ern diverse Häuser und Hütten, auch international wurden sie aktiv. Weiterhin stand die Gemeinschaft ohne große Förderungen des Staates im Vordergrund. Vieles wurde gemeinnützig gemacht, inklusive der Bewirtung auf den Hütten. In den 60er Jahren werden die Naturfreunde nochmal ein Stück aktiver. Sie bieten immer mehr aktive Kurse an, die weit über das Wandern hinausgehen. Schwimmen, Kajakfahren, Klettern und Urlaube wurden in das Programm der Naturfreunde aufgenommen.
Diese Programme setzen sich bis heute immer mehr durch und sind ein beliebter Service bei Mitgliedern. Und die Naturfreunde blieben auch, was den Naturschutz betrifft, dabei. 1980 setzten sich die Naturfreunde für die Errichtung des Nationalparks Hohe Tauern ein und sammelten hier ausreichend Unterschriften, um dies auch erfolgreich umzusetzen. Außerdem sind Urlaube mit den Naturfreunden meist sehr preiswert und dementsprechend beliebt. Doch wie kann sich der Verein das und auch den Erhalt der Schutzhütten überhaupt leisten? Wie schaut's bei den Naturfreunden mit den Finanzen aus? Schauen wir uns das im Detail an. 56% des Geldes stammt aus den Mitgliedsbeiträgen, 12% aus den Versicherungsbeiträgen, rund 30% aus öffentlicher Hand und der Rest aus Kleinigkeiten wie Sponsoring und Co. Das bedeutet, dass 30% auch aus Steuermitteln, auch von Nichtmitgliedern finanziert werden. Bei den Ausgaben sind die Naturfreunde ziemlich transparent. 27,1% des Budgets gehen an das Personal, was recht viel ist, weil die Naturfreunde sehr viele Stellen hauptberuflich besetzen. Rund 10% der Ausgaben gehen an das Aus- und Weiterbildungsprogramm, 16% an das Personal der Landesgeschäftsführer, 13,6% in die Mitgliederversicherung, 7,2% stecken in der Öffentlichkeitsarbeit und rund 14% in der alpinen Infrastruktur. Hier kann man schon mal nachfragen, 16% gehen an, Zitat, Personal, Landesgeschäftsführer? Wow, in der Position hat man dann wohl keine Geldsorgen mehr. Generell kann man sagen, dass sich sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben zumindest in der Verteilung und im Verhältnis deutlich von Einnahmen und Ausgaben des Alpenvereins unterscheiden. Für die Mitglieder selbst macht das aber letztlich kaum einen Unterschied. Denn die Naturfreunde versichern dennoch ihre Mitglieder zu fast identischen Konditionen wie der Alpenverein. Und durch das Gegenrecht muss die Naturfreunde-Mitgliedschaft auch auf Alpenvereinshütten anerkannt werden. Doch nach der stürmischen Zeit, während und nach dem Nationalsozialismus, wie ging es dann weiter? Die Naturfreunde und der Alpenverein wurden bis in die 2000er keine Freunde. Im Gegenteil, man akzeptierte das Vereinsdasein, aber die Ideologie war in den beiden Vereinen tief verankert. Die Naturfreunde haben dem Alpenverein die Bekennung zum NS-Regime nie verziehen. Der Alpenverein konnte den sozialistischen, teils kommunistischen Zügen der Naturfreunde nichts abgewinnen. So stand man sich gegenüber, obwohl man im Kern eigentlich eine Meinung haben hätte können. Beide waren dahingegen stur. Erst als der Alpenverein in den 2000ern mit der detaillierten Aufarbeitung der eigenen Geschichte begann und viele Karten offen auf den Tisch gelegt hat, sahen die Naturfreunde ein Interesse an einer Zusammenarbeit. Doch Fakt ist, die Naturfreunde haben mit ihrer Ideologie bis heute nicht so offen gespielt wie der Alpenverein mit der Vergangenheit während der NS-Zeit. Auch wenn der Alpenverein heute versucht, seine heutige politische Position zu verstecken, die Naturfreunde sind hier keinen Deut besser und haben das bis heute auch für die Vergangenheit nochmal kein einziges Mal zugegeben. Fakt ist aber, dass in den Naturfreunden seit der Gründung Sozialisten, Sozialdemokraten und Co. in der Führung sitzen. Vorsitzender ist Magister Andreas Schieder. Er ist Parteichef der größten linksorientierten Partei Österreichs, der SPÖ. Der Ehrenvorsitzende Dr. Heinz Fischer ist ehemaliger Bundespräsident Österreichs und war ebenfalls Teil der SPÖ. Das zeigt auch, dass man bei den Naturfreunden mit politischer Auseinandersetzung kein Problem hat und auch eine klare Position vertritt. Nichtsdestotrotz macht es die Naturfreunde ebenso wie den Alpenverein nicht unbedingt schlecht, weil es politische Positionierung gibt. Jedoch muss man sich bei allen Entscheidungen stets fragen, ob nicht ein politischer Hintergedanke dahinter steckt. Das halte ich persönlich stets für bedenklich, egal um welche politische Ausrichtung es geht. Die Naturfreunde haben, wie schon vor 30 Jahren, ein enorm breites Angebot, was Reisen und Sport betrifft. Mit der Versicherung und den dementsprechenden Services haben sie es bis heute auf über 500.000 Mitglieder geschafft, was die Naturfreunde zu einem der größten Natur- und Freizeitvereine des deutschsprachigen Raums macht. Habt ihr all das über die Naturfreunde gewusst? Seid ihr Mitglied bei den Naturfreunden? Wenn ja, warum? Wenn nein, seid ihr bei den anderen alpinen Vereinen? Und wie sieht das mit der Politik in den Bergen aus? Sagt ihr ja, kann man über alles diskutieren oder sagt ihr eher, dass Politik im Gebirge nichts verloren hat? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch, wie immer, eine wunderschöne Zeit und sagen Berg... Moment. Nachdem das heute ein Video über die Naturfreunde ist und die Naturfreunde sich aufgrund der Vergangenheit des Ausrufs Berg Heil von diesem distanzieren, sagen wir heute ausnahmsweise aus Respekt gegenüber den Naturfreunden bis zum nächsten Mal bergfrei.